5. November 2038. 23.21 Uhr. Jimmys Bar. Oh, wir sind Connor. Lang nicht mehr gespielt. No Androids allowed. Tja, aber wir müssen rein anscheinend. Lieutenant Anderson ist nicht derselbe, den wir in dem vorherigen Kapitel hatten, oder? Scanne die Gesichter von denen, die... Ist auch praktisch, du scannst ein Gesicht. Ich dachte, Androiden dürfen hier nicht rein. Aber wie scanne ich denn jeden Einzelnen? Oder ist es bei denen nicht nötig? Verdammte Spelunke. Was ist dein Problem? Du bist Jimmy? Habe ich mir gedacht. Hey. Ich muss scannen. So? Tatsache. Johann Kim, geboren 1999. Auslieferungsfahrer, zurzeit arbeitslos. Vorstrafen häuslicher Gewalt. Negativ. Jimmy Peterson, 2001, Geschäftsinhaber. Keine Vorstrafe. Was gibt's da zu glänzen? Wer bist du? Christopher Gray, 1983, arbeitslos, Alkohol und Drogen am Steuer. Er ist älter als ich. Lieutenant Anderson Hank, 1985, Polizeilieutenant, Vorstrafe kein. Ich hab ihn gefunden, aber guck mir erst noch die anderen an, weil ich finde das interessant. Wenn ich das könnte im Real Life, ich würde den ganzen Tag Leute scannen. Jonah Graham, 1987, arbeitslos. Wobei das bestimmt irgendwann auch langweilig wird. Und du, mein Freund? Edward Dempsey, 1995, Administrator. Wer kommt da? 2012 geboren, Samuel McCray, Hafenarbeiter. Oh, Arcade-Spielhallenautomat, ist es euer Ernst? Total Retro hier, out of this world. Nice. Oh, habt ihr den Effekt, habt ihr das gesehen? Das war nicht so cool, vom Spiel her. Dennis Ward, 1982, Buchhalter, arbeitslos. Sind schon ein paar miese Gestalten hier auch drin. Chris Roberts, 1998, arbeitslos. Okay, wenn wir sonst nichts zu sehen haben, wollen wir den Herrn mal ansprechen. Aber ich weiß noch nicht, was hier eigentlich abgeht. Finden wir es Lieutenant was. Anderson, mein Name ist Connor. Ich bin der Android von CyberLife. Ich war auf ihrem Revier, aber niemand wusste, wo sie sind. Es hieß, dass sie vermutlich irgendwo etwas trinken. Ich hatte Glück, das ist erst die fünfte Bar. Was willst du? Ihnen wurde heute Abend ein Fall zugeteilt. Tötungsdelikt. Verdächtiger ein Cyberlife-Android. Das Unternehmen hat für diesen Fall ein spezialisiertes Modell zur Unterstützung der Ermittler abgestellt. Na, ich brauche keine Unterstützung. Und schon gar nicht von so einem kleinen Plastikarschloch wie dir. Also sei ein braver Roboter und verpiss dich von hier. Bleib erstmal cool, verständnisvoll. Ich weiß, dass sich einige Menschen in Anwesenheit von Androiden unwohl fühlen, aber... Aber ich fühle mich absolut wohl. Jetzt hau ab, bevor ich dich zerquetsche wie eine Bierdose. Argumentieren, bitte. Bitte. Hören Sie jetzt auf zu trinken und kommen Sie mit mir mit. Das würde uns beiden die Sache erleichtern. Drink verschütten, als ob. Entschuldigen Sie, Lieutenant. Ich wollte Sie nicht stören. Ich warte. Bleib zurückhalten, du kannst sie nicht belästigen. Lassen Sie sich Zeit. Sagtest du Tötungsdelikt?
Das Bild von ihm war auch ein bisschen älter. Moment. Sieht aus wie das Haus von Kara. Zumindest diese Unterschicht. Du wartest hier. Dauert nicht lang. Ganz wie Sie wollen, Lieutenant. Wobei, ich bin zu brav. Ich bin zu brav. Gegensätzliche Befehle Priorität setzen. Folge. Ja, jetzt gehorche ich ihm nicht. Das war doof, gebe ich zu. Ein bisschen einen eigenen Kopf haben. Können Sie bestätigen, dass es Mord war? Ich bestätige hier gar nichts. Typisch DPD, Sie sagen einem gar nichts. Do not cross. Androiden haben hier keinen Zutritt. Er gehört zu mir. Welchen Teil von Rebel Auto hast du nicht verstanden? Ihr Befehl widersprach meinen Anweisungen, Lieutenant. Du sagst nichts, du fasst nichts an und du stehst mir nicht im Weg, kapiert? Verstanden. Guten Abend, Hank. Wir dachten schon, du tauchst nicht mehr auf. Ja, das war der Plan, bis dieses Arschloch aufgetaucht ist. So, du hast jetzt einen Androiden, hm? Oh, sehr witzig. Sag mir einfach, was ist passiert? Gegen 8 hat der Vermieter an. Sein Mieter war ohne Zahlung. Diese ganzen danach, was los ist. Flugobjekte. Und da fand er die Leiche. Jetzt mal ernsthaft. Oh, Himmel, dieser Gestank. Das ist nicht mal das Haus von Todd. Das ist noch ein bisschen weiter unten. Das Opfer heißt Carlos Ortiz. Er ist vorbestraft wegen Diebstahl und schwerer Körperverletzung. Seinen Nachbarn zufolge war er ein Einzelgänger. Blieb meistens in der Wohnung, ließ sich nur selten blicken. Bei dem Zustand hätte man nicht alle mitten in der Nacht zusammentrommeln müssen. Morgen früh hätte er auch gereicht. Ich schätze, er liegt schon knapp 3 Wochen da. Der Rechtsmediziner wird das klären. Da drüben liegt ein Küchenmesser. Vermutlich die Mordwaffe. Anzeichen für einen Einbruch? Nein. Der Vermieter sagt, die Tür war von innen fest verschlossen. Alle Fenster waren... Schon wieder diese Drogen. Red Eyes. Verrammelt. Der Killer muss hinten raus sein. Was wissen wir über seinen Androiden? Nicht viel. Die Nachbarn wissen, dass er einen hatte, aber er ist nicht hier gewesen. Keine Fingerabdrücke. Androiden beteiligt. Fühl dich wie zu Hause. Ich bin draußen, wenn du mich brauchst. Getrocknetes Blut. DNS-Probe. Vom Opfer. Darf hier keine Hinweise übersehen. Deswegen. Da vorne war noch nichts Bahnbrechendes. Na gut. Mehr getrocknetes Blut, da müssen wir jetzt nicht überall dran rumlecken, schätze ich. Weil streng genommen wäre das von Vorteil. Aber machen wir jetzt. Was für ein Club? Warum wisst ihr das? Sieht ein bisschen ab 18 mäßig aus, wenn ihr mich fragt. Öffnen wir den Schrank. Nichts Spannendes. Warum untersuchen wir das? Wir sind vielleicht nicht bei Todd, aber vielleicht hat Todd das angerichtet. Wer weiß. 19 Tage her. Weißstück 4 von 10. Die Buchstaben sind perfekt. Viel zu sauber, kein Mensch kann so schreiben. Chris, ist das da das Blut des Opfers? Übereinstimmung in Datenbank. Entweder es war ein Android ja, oder jemand will einem Androiden das anhängen. Für die Analyse. Warte mal. Red Eyes. Hier gibt's Fingerabdrücke, aber auch von Carlos Ortiz. Beule, heftiger Aufprall, Spuren von Therium. Therium ist ein Android. Er war das. Was hat er gemacht? Hat er dagegen geschlagen? Okay.
Abweichler, in der Tat. Er kämpft gegen seine Androiden, okay. Abweichler wurde angegriffen, emotionaler Schock. Gegnerin. Der Baseballschläger, der liegt ja da. Chris, ich will eine komplette Analyse der Drogen. Wird erledigt, Lieutenant. Was sind wir denn hier noch? Ja, das. Versuch's in der Richtung. Bist du fertig mit den Proben? Ja, das war's. Öffnen. Okay. Zwanghaftes Schreiben. What's this? Religiöse Opfergabe. Aber doch nicht vom Androiden aus. Sehr merkwürdig. Eins fehlt noch. Ich mal gucken, wo das letzte Beweisstück steckt. Unter dem Vorhang? Nö. Das ist noch ein wenig seltsam. An der Spüle vielleicht? Ja, lesen. Gossips Weekly. Sex mit Androiden ist besser. Sorry, Ladies, aber es gibt nichts über Plastik. Nehmen wir mal so zu Protokoll. Das Ergebnis unserer Umfrage macht es offiziell. 68% der Männer haben lieber Sex mit Androiden als mit einer echten Frau. What? Die meckert nicht, ne? OMG. 52% der Männer gaben an, dass sie die Erfahrung mindestens einmal ausprobiert haben. Offenbar liegt eine Menge Androidenliebe in der Luft. Die können sich doch mal wieder selbst reinigen. Na ja, gut, genug von dem Thema. Das Spiel ist übrigens ab 16, ich hab's noch nicht gesagt. War im ersten Part eingeblendet. Es ist nicht ab 18. In Deutschland ist es ab 16 Jahren. So, man will ja nichts übersehen. Auch ein bisschen zugemüllt. Aber so ist das nun mal. Blick in den Kühlschrank auch nicht, ne? Ich sollte mich danach orientieren, wo sich die Kollegen alle rumtreiben. Wo steckt das letzte Beweisstück? Über ihm, I am alive. Das ist vielleicht gemeint. Na los, Leute, macht mal hin. Wir wollen ja nicht übernachten. Keine Sorge. Hier will niemand länger bleiben als unbedingt notwendig. Normale Buchstabenschrift ab. Cyberlife Sands. Verstehe. Zählte das? Nee, das war immer noch nicht. Eines der Beweisstücke. Nun, er selbst. Ich meine, er war nicht der Hübscheste. Und so, ne? Kein Wunder, wenn man in so einer Gegend wohnt. Innere Blutung. 28 Messerstiche. Vor mehr als 19 Tagen verstorben. Red Eyes. Er war auf Drogen. Verstorben. Carlos Ortiz. 130 Kilo. Ordentlicher Whopper. Für 1,68 auch noch. Sogar geschätzte Todeszeitpunkt. Das haben wir schon. Hand. Fingerabdrücke. Übereinstimmung in Datenbank. Carlos Ortiz. Rekonstruieren. Nun ja. Opfer stürzte hier. Davor, der war total benommen. Opfer wurde erstochen. Zeig mal lieber. Sie kamen aus der
Küche. Wurde hier auf ihn einge... und da war sein Ende. Er hat Stichwunden. 28 Stück. Ja. Der Killer hat es echt auf ihn abgesehen. Ich frage mich, wie Leute... Gut, das war vielleicht ein Android, aber... wie man irgendwie auf einen noch draufstechen kann, der schon tot ist. Da muss der auch total... Aber ich glaube, das ist so offensichtlich, auch mit der Schriftart und so. Das will einer einem Androiden anhängen, oder? So, also sie kam aus dem... Nee, aus der Küche. Von hier aus getorkelt. Das heißt... Ich sollte hier eventuell nach Hinweisen suchen. Ja, von hier aus, nicht wahr? Kann aber nicht rausgehen, sondern nicht nur umschauen. Hat also keine... Oder doch! Schuhabdruck. Größe 10. Die Türe von innen verschlossen. Der Killer muss hier raus sein. Es gibt keine Fußspuren, außer die von Officer Collins, Schuhgröße 10. Das ist vor Wochen passiert. Das heißt, die Spuren könnten weg sein. Nein. Auf diesem Boden hätten sich Spuren gehalten. Hier draußen war schon sehr lange keiner mehr. Nicht auf diesem Weg entkommen, verstehe. Das wäre auch zu blöd. Bist du sicher damit, dass... Also nach all den Wochen... Auswege. Etwas Relevantes. Hier ein Fenster. Strange. Oder diese Tür? Führt eh nur nach drüben, ne? Ich erstatte ihm Bericht. Ich habe doch eben mit ihm geredet. Ja. Lieutenant, ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Ach ja? Los, ich bin ganz Ohr. Alles begann... In der Küche. In der Küche. Hier gibt es eindeutige Kampfspuren. Die Frage ist nur, was genau hier passiert ist. Das Opfer griff den Androiden an. Wahrscheinlich mit dem Schläger, nicht wahr? Mit dem Schläger. Das passt zu den Beweisen. Weitermachen. Ist ja wie bei Detektiv Pikachu hier. Stach auf das Opfer ein. Der Android stach auf das Opfer ein. Dann hat der Android also versucht, sich zu verteidigen, ja. Und was geschah dann? Das Opfer floh dann... Ja, ins Wohnzimmer, ist doch klar. Ins Wohnzimmer. Hätte ich fast schon Bock, was Falsches mal zu sagen. Zu gucken, was dann passiert. Sagt er dann so, nee. Das hat ja jeder mitbekommen jetzt. Und er wollte dem Androiden entkommen. Das macht irgendwie Sinn. Der Android tötete das Opfer. Ja, mit dem Messer. Mit dem Messer. 28 okay. Messerschläge. Das ist doch schon Fakt. Die Geschichte ist nicht völlig abwegig. Aber sie sagt uns nicht, wo der Android hin ist. Der Schläger beschädigte ihn. Und er verlor Tyrium. Er verlor was? Tyrium. Sie nennen es blaues Blut. Die Antriebsflüssigkeit für Android-Biokomponenten. Sie verflüchtigt sich nach ein paar Stunden und ist dann für das Auge unsichtbar. Aber ich wette, du kannst es noch sehen, oder? Korrekt. Klar. Wir haben
haben doch schon welches entdecken können. Komm aus dem Weg. War doch hier, oder nicht? Unten ist blau. Das Kabel war blau. War doch hier am Rand. Oh, Moment, ich sehe jetzt alles. Zwar intensiv gesagt bekommen, dass ich scannen kann, aber trotzdem, es war vorher nicht da. Ja, aber warum? Warum sollte er das angerichtet haben? Macht er dann einen auf religiös? Kann ich dir das erklären, oder? Ist ja trotzdem kein Ausweg. Sag nochmal in die andere Richtung vielleicht. Nee. Nur diese Richtung. Ja, Lieutenant. Kollege, du stehst fett im Weg. Mal in der Küche, wobei da begann ja alles. Wenn da alles begann, dann... Ich sehe blaue Blutspuren. Ich sehe, wo sie hinführen, allerdings. Ach, jetzt kann ich das öffnen. Ach komm, das ging vorher nicht. Habt ihr gesehen, ne? Habt ihr mitbekommen? Hab's für ihn versucht. Oder? Aber eine Menge. Hier ist jetzt was zu untersuchen. Ah. Leiter wurde benutzt. So was ein Android alles fähig ist. Spuren führen auf den Dachboden. Finde etwas zum Klettern. Lieutenant! Womit kann ich denn hier klettern? Da irgendwelche Kommoden rüberschieben, oder nicht? Drüben, aber das war nur das Magazin. Er will nicht reden. Hätte er mein Wissen teilen können. Finde etwas zum Klettern. Ein Stuhl! Ist ein Ansatz. Hey, was hast du mit dem Stuhl vor? Ich will etwas überprüfen. Oh. Dann überprüf mal schön. Lieber Lieutenant, ich will's nicht sagen, aber ich bin kompetenter als du. Na, ernsthaft, Leute. So, öffnen. Wow, creepy. Ups. Warum ist der Schatten da so? Was ist mit dem seine Absicht? Dachböden, ne? Creepy as fuck. Kann übrigens nur so langsam gehen. Falls euch... Schon was gruselig. Aber wir finden doch garantiert nur den Ausweg. Oder noch etwas. Was? Der ist noch da! Da ist einfach eine Hand. Mann, lauf doch nicht so langsam! Du hast doch gesehen, dass er noch da ist! Er ist nicht mal geflüchtet. Ich hab das Rote gesehen. Ein Kreis im Kopf. Jetzt cool bleiben. Ich habe mich nur verteidigt.
Er wollte mich umbringen. Ich bitte dich. Verrat mich nicht. Leider doch. Was zum Teufel ist denn da oben los? Er ist hier, Lieutenant! Ach du Scheiße! Chris, Ben, schwingt sofort eure Ärsche hier ein! Da wurde ich nicht mal gefragt. Na los! Es muss einfach so geschehen. Ich dachte, jetzt gibt's krasse Konflikte und Wortgefechte. Okay, einiges möglich. Es gibt sogar ein anderes Ende. Seht ihr das? Wenn Connor weiß, was passiert ist. Was, wenn Connor nicht weiß, was passiert ist? Dusche überprüfen. Das ist schon ganz früh hier möglich gewesen, einen anderen Weg zu nehmen. Aber den hat kaum jemand gefunden, seht ihr? Obwohl, vielleicht schließt das eine das andere ja nicht aus. Also so ziemlich jeder. 96% haben diesen Weg und nur 4% diesen. Du kannst auch noch von Tat rekonstruieren. Hä? Aber was wäre denn eine andere Möglichkeit, als die Tat zu rekonstruieren? Die Tat nicht zu rekonstruieren, oder was? Auch da würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr Denkanstöße zumindest bringt. Gesichtsscan an Kunden. Draußen warten war echt blöd. Nur 17%. Da muss ich besser nachdenken in Zukunft. Also ich habe wohl irgendetwas nicht überprüft. Seht ihr? Messer, Dusche und so. Aber eines nicht. 98% Androiden 6 lesen. Na klar. Okay. Das wär's dann aber auch wieder für diesen Part. Passt heute von der Zeit ziemlich gut, möchte ich meinen. Ist der Daumen oben, werd ich euch loben. Bis zum nächsten Mal. Ich sag bis dann und ciao.